Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing hier bei mir auf meinem Kanal. Ich habe heute den kleinen Bodyshop-Adventskalender für euch. Der kostet 69 Euro und ja, ich möchte ihn mit euch gemeinsam auspacken, reingucken, was drin ist. Ich bin sehr gespannt, was Bodyshop dieses Jahr für uns bereithält. Falls ihr wissen wollt, was da drin ist, bleibt sehr gerne dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Starte wie immer, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert gerne meinen Kanal, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Der Bodyshop Adventskalender ist richtig schön. Ich habe ihn schon mal aufgebaut. Der kleine sieht einmal so aus. Also die sind immer sehr schön. Das sind so ein bisschen wie 3D Adventskalender. Den kann man super schön hinstellen. Ich finde das Design großartig. Man kann den auch zuklappen, ne? Dann sieht der einmal so aus. Also der macht auf jeden Fall einen super schönen Eindruck. Und der riecht gut. Hier kommt ein super toller Duft raus. Ja, wie gesagt, 69 Euro. Ich habe dafür ein bisschen weniger bezahlt, weil ich habe einen Rabattcode gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, wie hoch der war. Ich blende euch das mal ein, was ich bezahlt habe und was der im Endeffekt kostet. Ich bin jetzt aber von den 69 Euro ausgegangen, 2,87 Euro pro Türchen, ne? Habe ich jetzt mal so ausgerechnet. Ich würde sagen, ich stelle den jetzt hier unten hin, stelle die Produkte wieder oben drauf und wir packen die Türchen aus. Ihr könnt dann entscheiden, ob sich der Kalender für euch lohnt oder eben nicht. Ich denke, so seht ihr alles. Ich fange mal an. Und zwar, erstmal haben wir den Kalender zum Wiederverwenden. Das finde ich sehr, sehr gut. Nur meistens bekomme ich die Sachen in diese Koffer hier nicht mehr rein, dass es passt. Das ist immer ein bisschen blöd. Wenn man alles einmal rausgeholt hat, kann man hier auf jeden Fall Tetris spielen und kann gucken, dass es irgendwie wieder zusammenpasst. Also es sind auf jeden Fall immer so kleine Schachteln, sehen aus wie kleine Geschenke. Finde ich sehr, sehr schön. Ja, und das ist einmal Türchen Nummer 1. Wie gesagt, das ist der kleine Adventskalender. Es gibt noch einen mittleren und einen großen. Mal gucken. Ich stelle euch, glaube ich, den großen noch vor. Ich muss mal gucken, welchen. Hier ist ein Handbalm in der Nummer 1 drin und zwar Mango. 96 Stunden Feuchtigkeit. Vegan. Eine vegane Mango-Handcreme bzw. Handbalsam in einer recycelten Aluminiumtube. Das finde ich auf jeden Fall ein schönes Türchen. Sehr, sehr schön. Tür Nummer 1. So. Tür Nummer 2 sieht einmal so aus und da haben wir ein Duschgel oder so drin und zwar eine Shower Cream Avocado für trockene Haut. Die riecht gut, die Avocado Dusche. Ich mag die Avocado Produkte von Bodyshop sehr. Oh ja, die riecht gut, ne? Also ich mag diesen Duft. Erinnert mich irgendwie an Schwimmbad. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind hier 60 Milliliter drin. Ist auch schon. Ich versuche das mal wieder hier reinzumachen, aber ich glaube, dann komme ich nicht an die unteren Produkte. Das ist ein bisschen, also ich glaube, reinmachen ist nicht mehr. So, Türchen Nummer 3 ist einmal dieses hier. Das ist ein bisschen schwerer und das könnte so eine Bodylotion oder sowas sein. In der, nee, hier ist einmal ein Skin Clearing Toner drin. Das ist der mit, ich komme gerade nicht drauf, Teebaumöl, ne? Purifying. Also ich bin mal gespannt. Ich werde den, glaube ich, mal ausprobieren. Ich finde das ganz spannend, das Produkt. Ich mag halt den Teebaumgeruch überhaupt nicht. Ach, das riecht genau, also nach Teebaumöl halt eben, ne? Das mag ich nicht so gerne, aber ist halt gut für die Haut. Es geht weiter mit der 4. Das ist was Größeres. Sieht einmal so aus. Und hier haben wir, oh schön, hier haben wir eine Body Butter drin und zwar die Shea. Und die hat so einen schönen Duft. Ich mag diese Shea Butter super gerne für den Körper. Und ja, das sind 50 Milliliter. Das ist, glaube ich, eine ganz normale Größe. Ich glaube, das kann man auch so kaufen. Ja, das ist die kleine Größe, glaube ich, auf jeden Fall. Sieht die einmal so aus, so eine richtig kräftige Körperbutter, die sehr, sehr reichhaltig ist. Auch ein schönes Produkt. Tür Nummer 5 sieht einmal so aus, ist ganz leicht. Fühlt sich an, als wäre hier was Stoffiges drin. Hier ist was Stoffiges drin. Das haben wir aber, glaube ich, jedes Jahr. Das ist so ein ja, Duschschwamm sozusagen. Also der ist aus so einem, wie nennt man das denn? Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Ihr wisst, was ich meine. Das ist so ein Duschschwamm auf jeden Fall. Entweder lässt man den so zu oder macht den auf. Ich habe das bis heute noch nicht geschnallt, wie man dieses Teil hier benutzt, ne? Auf jeden Fall, ja, das ist jedes Jahr drin. Das ist auch ganz praktisch. Passt auch zu den restlichen Produkten. Türchen Nummer 6, der Nikolaus. Ist ein bisschen schwerer. Und hier haben wir einmal drin eine Kokosdusche. Nutty and Creamy steht hier drauf für trockene Haut. Da rieche ich doch auch mal direkt dran. Es riecht nach Kokosnuss, also so richtig cremig Kokosnuss
mäßig rieche ich das. Ist auch was für mich, ne, so ein schöner süßer Duft. Auch eine schöne Dusche. Der Kalender eignet sich halt auch super, um die Sachen mal auszuprobieren von Body Shop. Da hat man von jedem so ein bisschen was drin. Und Body Shop, also für mich ist das eine sehr, sehr schöne Marke. Die haben tolle Sachen. Ich bin immer begeistert davon. Ja, Türchen Nummer 7. Nummer 7 hat auch was Schönes drin. Und zwar einmal eine Pinky Grapefruit Cleansing Face and Body Bar. Ja, das ist auch gut. Die riecht gut. Man riecht das auch schon raus. Die riecht richtig schön frisch. Und das ist auch eine Full-Size-Größe mit 100 Gramm. Schön. So, Türchen Nummer 8. In der Nummer 8 haben wir drin Satsuma, ein Duschgel. Und ich weiß gar nicht, ob man das so ausspricht, Satsuma. Das ist auf jeden Fall so mit Mandarine, ne? Also das Mandarinen-Duschgel. Das riecht gut. Das riecht so gut. Das stelle ich mir für den Sommer halt schön vor. Das riecht richtig schön erfrischend, also wie so eine Limonade kann man sich das vorstellen. Schön spritzig. Wir sind schon bei Türchen Nummer 9 angekommen. So, Türchen Nummer 9 hat einmal das Shea Shampoo drin. Das habe ich bis jetzt immer noch nicht getestet. Das ist für sehr trockene Haare, also für sehr trockene und brüchige Haare mit einem veganen Protein drin. Und das riecht wahrscheinlich auch so gut. Ach, das riecht auch gut. Gut, also das kann ich mir sehr gut vorstellen bei echt trockenem Haar. Klingt auf jeden Fall spannend. Ich werde es jetzt auch endlich mal ausprobieren. Türchen Nummer 10 sieht einmal so aus. In der 10 haben wir wieder was zum Duschen oder zum Cremen. Nee, der passende Conditioner zu dem Shampoo. Das ist auch schön, sind auch 60 Milliliter, also genauso groß. Und da kann man das mal gut miteinander kombinieren. Türchen Nummer 11, das ist ein größeres Türchen. Und hier haben wir drin, ich glaube, eine Handcreme, oder? British Rose, eine Handcreme. Da weiß ich schon, wem ich die schenke, meiner Mama, denn die mag diesen British Rose Duft sehr gern. Ich finde den auch gut und das ist wieder 30 Milliliter. Also das ist eine Handcreme und das andere war ein Handbalsam, nur dass ihr Bescheid wisst. So, Türchen Nummer 12, das ist die Halbzeit und für euch ist Zeit, mir in die Kommentare zu schreiben, wie ihr den Kalender findet. Ich bin gespannt. Also ich finde den bis jetzt echt gut. So, hier ist ein Cleansing Facial Skin Clearing Facial Wash drin. Also das ist passend zu dem Toner einmal T3 mit Teebaumöl, ein Gesichtsreinigungsgel. Das habe ich letztens aufgebraucht und fand das sehr gut. Also bei mir war das auf jeden Fall schön. Ich hatte das in der Dusche benutzt mit meiner Reinigungsbürste und das war wirklich gut. Tatsächlich hatte ich auch das Gefühl, dass meine T-Zone weniger nachölt, wo ich das benutzt habe. Also das war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Türchen Nummer 13. Jetzt geht es hier an die untere Etage. Sieht einmal so aus. In der 13 ist eine Cleansing Face and Body Bar in der Sorte Olive. Die kenne ich noch nicht, die Sorte. Oh, das riecht aber sehr gut. Damit hätte ich gar nicht gerechnet. Das riecht wirklich so ein bisschen zitrig tatsächlich. Das riecht wirklich super angenehm. Ganz schöner Duft. Auch mega gut. Türchen Nummer 14 ist einmal dieses Türchen hier. Und hier haben wir wieder was zum Duschen oder so drin. Genau, eine Dusche mit der Sorte Pink Grapefruit. Also wahrscheinlich auch so ein bisschen spritziger. Ja, es ist spritzig, ist auf jeden Fall sehr angenehm, riecht richtig gut und ich finde das super, dass hier auch, also sind cremige Düfte drin, aber auch eher so ein bisschen spritzigere Düfte. Das heißt, diese Sachen vom Kalender kann man das ganze Jahr über verwenden. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Das haben die bestimmt mit Absicht so gemacht. So, Türchen Nummer 15 ist einmal dieses hier. In der 15 haben wir einmal Almond Milk Handbalm drin, also ein Mandelmilch, Handbalm. Ehrlich gesagt habe ich den Handbalm noch nie verwendet. Ich kann euch gerade gar nicht sagen, ob der gut ist oder nicht, gell? Aber der wird wahrscheinlich gut sein. Türchen Nummer 16. In der 16 haben wir drin, oh, Strawberry, die Dusche, die riecht so gut. Das ist die Erdbeerdusche und die hatte ich schon in groß und fand die ganz toll. Also das riecht auch so ein bisschen, ist schön für den Sommer, für den Frühling. Ist auch wieder so was Fruchtiges und ich glaube auch ganz beliebt, ne? Also ich glaube, das ist ein Duft, den mögen sehr, sehr viele. So, Türchen Nummer 17 ist ganz klein. Ich denke, hier ist ein Lippenbalsam oder so drin. Was glaubt ihr? Oder eine Maske? Eine Maske ist hier, glaube ich, drin. Das ist das ist die Fresh Plumping Mask. Die kenne ich noch nicht. Ich habe gedacht, da wäre wieder diese Maske drin, die ich nicht vertrage. Es gibt eine Maske vom Body Shop, die vertrage ich nicht. Und die sieht ja, oh, die riecht auch gut. Die riecht British Rose. Die riecht wie die Body Lotion und so. Das ist eine Maske, so eine gelige Maske. Die werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Also da bin ich sehr, sehr neugierig drauf. Schönes Türchen. So, Türchen Nummer 18. Das ist wieder was Größeres. Sieht einmal so aus. In der 18
18 haben wir eine Haarspange drin. Aha. Das ist einmal hier so eine Haarspange, die ist auch nicht allzu groß. Ist aber auch vorausgesetzt, man hat lange Haare. Ne? Das ist halt auch wieder so ein Ding. Auf jeden Fall ist die so ein bisschen, sieht recycelt aus, macht mir aber einen ganz guten Eindruck. Ne? Ist von der Farbe halt so ein bisschen beigefarben. Ein paar Füllprodukte braucht ein Adventskalender, ja. Und ich finde, das ist ein, also für mich zumindest ein ganz sinnvolles Füllprodukt, ja. Türchen Nummer 19 ist ein großes Türchen, sieht einmal so aus. Hier haben wir ja eine Maske. Ich habe eben schon gedacht, ob hier eine Maske drin ist. Body Shop Vitamin E Maske, die kenne ich auch noch nicht. Das sieht aus, als wäre hier irgendwas mit Himbeeren drin. Ne? Also die kenne ich überhaupt noch nicht, die Maske. Ist auch schön. Und es ist auch mal nicht dieselbe Maske, die sonst die Jahre immer drin ist. Ich glaube, sonst ist immer die Vitamin C Maske drin. Haben wir jetzt dieses Jahr hier nicht. Es geht weiter mit Türchen Nummer 20. Das ist nochmal so ein kleines. Und hier ist, glaube ich, der Lippenbalsam drin, ha? Enttäusch mich nicht. Ja, Lip Butter. Die sind nämlich gut. Das ist einmal die Strawberry Lip Butter. Die sind schön. Die kommen in so einem Döschen und die sind sehr reichhaltig. Und ich gestehe, dass ich noch einen vom letzten Jahr offen habe. Ja, ich habe halt so viele Lippenpflegeprodukte und dann geht das nicht so schnell leer, ne? Aber die sind gut. So, Türchen Nummer 21 sieht einmal so aus. Hier haben wir drin, oh, ich glaube, was Schönes. Die British Rose Shower Scrub. Also das ist ein Duschpeeling British Rose für Normal Skin. Also die ist für normale Haut. Und dieses Peeling habe ich noch nie probiert tatsächlich. Sieht aber super schön aus. Gefällt mir gut. Und hier riecht es ganz so gut. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gut das hier riecht. Ne? Türchen Nummer 22 sieht einmal so aus. Hier haben wir auch wieder was für die Hände drin, glaube ich. Eine Handcreme mit Pink Grapefruit. Bisschen viel Handprodukte, oder? Auf jeden Fall ist das eine Handcreme mit 30 Millilitern. Aber ich denke, derjenige, der sich den Kalender kauft, der freut sich dann halt auch darüber. Also ich finde es jetzt auch nicht schlecht für die Handtasche oder so, ne? Türchen Nummer 23 ist einmal dieses hier. Und hier haben wir drin, ich glaube, eine Dusche. Ja, eine Mango-Dusche ist hier drin. Also auch sehr sommerlich vom Duft. Ich finde, der Kalender ist sehr sommerlich gehalten. Was meint ihr denn? Ach, das riecht so lecker. Das riecht so lecker, wie eine frische Mango riecht das. Und ja, finde ich aber trotzdem eine schöne Tür. Und das letzte Türchen ist einmal die 24 natürlich. Happy Christmas steht hier einmal drauf. Total süß gemacht. Und jetzt gucken wir rein, was hier drin ist. Hier ist eine Body Butter drin und zwar eine Avocado Body Butter, 96 Stunden Feuchtigkeit. Und da will ich gerade mal dran riechen. Oh, die riecht gut, die riecht richtig gut. Also das ist auch wieder was Schönes, ne? Eine 24, eine Body Butter. Und das ist eine schöne 24, weil der Body Shop ist ja für die Body Butter auch bekannt und für die Body Joghurts und so. Ich hätte mir einen Body Joghurt hier drin gewünscht tatsächlich in der 24, weil wir schon eine Body Butter haben. Aber zwei Body Butter kann man auch gebrauchen, ne? Sind halt 50 Milliliter. Ihr Lieben, das war einmal der Body Shop Adventskalender in der kleinen Variante. Ich finde den super schön. Es sind nur zwei Füllprodukte drin. Also wirklich total gut, ne? Der Rest ist alles Dusche, Handcreme, feste Seife. Es sind richtig brauchbare Sachen mit dabei. Ich finde toll, dass zwei Masken drin sind, die ich noch nicht kenne. Also für mich hat sich der Kalender auf jeden Fall gelohnt. Ich finde den richtig schön. Man kann damit mal das Body Shop Sortiment kennenlernen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr den Kalender findet. Und ich finde, was hatten wir hier ausgerechnet? Ich gucke gerade nochmal. Und ich finde, für noch nicht mal 3 Euro pro Türchen ist das in Ordnung. Body Shop ist ja auch nicht ganz so günstig. Also 2,87 € kostet ein Türchen. Und ich finde das gut, ne? Wir haben halt wirklich nur diese zwei Füllprodukte drin und das ist wirklich, wirklich schön. Ich bin gespannt, was ihr schreibt, ob ihr euch den holt, ob ihr Interesse habt an Body Shop, ob euch der Body Shop Adventskalender überhaupt interessiert. Ich glaube aber, dass der Body Shop sehr beliebt ist und der war letztes Jahr auch gut bei euch angekommen. Also schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt. Von mir habt ihr auf jeden Fall das Go. Ne? Ich finde den Kalender super auch zum Verschenken. Wenn ihr wisst, jemand mag Body Shop, hat man da auf jeden Fall Freude dran. Es sind super Produkte, die man das ganze Jahr über benutzen kann. Ja, ihr Lieben, ich würde mich verabschieden. Schreibt es mir in die Kommentare, was ihr meint. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hanging by the fire chair.